Haben auch Sie oft mit steigenden oder Geländegefälle zu tun? Möchten Sie auch Sie gerne Treppenanlagen einfach planen und ins Gelände einpassen? Dann haben wir das richtige Tool, nämlich Grünstudio 3D Maps. Ob es wie hier im Hausgarten oder um größere Parkanlagen geht, wo Sie Wegeverläufe planen, Maps hilft Ihnen, an allen Stellen einfach die Höhendaten aus dem Luftbild zu importieren. Wir nutzen dazu die Google-Daten und zeigen Ihnen im Folgenden, wie es funktioniert. Ab der Version 24 können Sie das Modul Grünstudio 3D Maps optional dazu erwerben und kommen dann direkt vom Grünstudio-Programm aus in den Viewer hier, wo Sie sich dank einer Adresseingabe, wie Sie das kennen aus Google Maps, direkt in das Gelände hineinzoomen können. Dort sehen Sie das Luftbild oder wahlweise die Karte mit Labeln. Ganz einfach ein Boundary drumherum zeichnen, Download klicken und schon werden die Höhenlinien und die Luftbilder vom Server heruntergeladen. Nachdem das Downloaden fertig ist, können Sie eine kurze Kontrolle durchführen und dann einfach auf Exportieren klicken und schon wird die DXF-Datei erzeugt, die Sie dann, nachdem Sie geschlossen haben, direkt ins Grünstudio importieren können. Dazu gehen Sie auf Cut Import, wie gewohnt, und wählen Sie dann das Luftbild aus, eventuell noch einen anderen Layer für die Daten und die richtigen Einheiten, wie immer Meter. Und schon können Sie hier importieren und haben das Luftbild und die Geländedaten vorliegen. Im Folgenden können Sie die Höhenlinien extrahieren, auf einem anderen Layer eventuell, mit der Farbe der Zeichnung oder einer eigenen Farbe. Das Gelände wird dann auf Null gelegt und automatisch sehen Sie jetzt die Höhenverläufe und können jede einzelne Höhenlinie einfach extrahieren. So einfach konnten Sie noch nie Geländedaten importieren. Natürlich können Sie das Luftbild transparent schalten und auch eventuelle Drohnenaufnahmen oder andere Aufnahmen oder Aufmaßzeichnungen darunter legen. Die so importierten Geländedaten lassen sich dann anschließend einfach mit unseren Geländetools bearbeiten. Hier zum Beispiel die Höhenschnur, die ich mit einer voreingestellten Breite direkt einstellen kann, einzeichnen kann und dort dann ins Gelände einbauen kann. Idealerweise kombiniert man das mit der Fläche, sodass man gleich einen Weg hat, der sich ins Gelände einschneidet. Dann braucht man nur noch die Höhen bearbeiten, indem man dort auf Höhen klickt und erstmal den ganzen Weg insgesamt auf eine Höhe bringt und dann kann man den je nach Höhenverlauf oder je nach Anforderung in den Weg hinein modellieren. Über die Neigung entscheiden wir, inwieweit der Neigungswinkel im Auftrag und Abtrag ist, beziehungsweise wie groß oder wie stark die Böschung ist. Bestellen Sie noch heute Grünstudio 3D Maps entweder direkt aus dem Programm heraus wie den Poolmanager oder auf unserer Webseite und nutzen Sie die Vorteile, die wir Ihnen damit bieten. Viel Spaß beim Arbeiten mit Grünstudio!